So hast du Bremen noch nie gesehen. Der Martins-Club im Jahr 2020. Der Martins-Club setzt sich auf vielen Ebenen für Menschen mit Beeinträchtigung ein. Nach 40 Jahren ist er eine feste Größe in Bremen und hat sich in vielen verschiedenen Projekten und Quartieren über die ganze Stadt verteilt. Über 700 Mitarbeiter sind für den Martins-Club im Einsatz und sie sind immer genau dort aktiv, wo Menschen sind. Sie fördern Vielfalt und Miteinander in Beratungsstellen, Netzwerken, in Fortbildungen und zahllosen Kooperationen. Das sind die Rolands. Sie leben in einer Wohnung im Bremer Osten. Ihr jüngster Sohn Max hat eine Beeinträchtigung und deshalb hat die Familie Roland an vielen Ecken und Enden mit dem Martins-Club zu tun. Egal, ob es um die Schulassistenz von Max geht, um die Organisation des ambulanten Wohnens oder um die Teilnahme an verschiedenen Freizeitangeboten. Die Familie ist sehr dankbar für die Unterstützung, doch manchmal ist die Organisation aufgrund der Größe und den vielen verschiedenen Mitarbeitern echt kompliziert. Das will auch der Martins-Club der Familie nicht mehr zumuten. In Zukunft wird es für die Rolands nur noch einen zentralen Anlaufpunkt für alle Belange direkt im Stadtteil geben. Im Quartierszentrum kümmert sich der Stadtteilkoordinator um ihre Bedürfnisse und Probleme. Er spricht sich mit seinen Kollegen ab und präsentiert den Rolands die Lösung für ihre Fragen. Unnötige Wege und verschiedene Ansprechpersonen werden nun auf ein Minimum reduziert. So bleibt den Rolands viel Stress erspart und mehr Zeit für die Familie. Das ist Frau Schnorr. Sie ist als Stadtteilkoordinatorin des Martins-Clubs im Bremer Osten aktiv und kümmert sich um die Anliegen der dort lebenden Menschen. So wie Frau Schnorr übernehmen die Stadtteilkoordinatoren im Martins-Club zukünftig eine wichtige Funktion, denn sie sind die Verbindung von der Hauptzentrale in das jeweilige Quartier. Nur durch ihre Vermittlung können alle wichtigen Entscheidungen vor Ort geklärt werden, sodass die Menschen in Bremen eine schnellere und persönlichere Hilfe erhalten und ihre Anliegen über unsere Kooperationen an Bildungsträger, Wohnungsbaugesellschaften, Vereine und Behörden weitergetragen werden. Auch für die vielen Mitarbeiter ändert sich einiges. Ihre Ansprechpartner sitzen jetzt direkt vor Ort. Schulen, Ämter, Sportvereine und andere Kooperationspartner profitieren ebenfalls von den kurzen Wegen und schwuppdiwupp, ehe man sich versieht, entstehen neue Formen der Zusammenarbeit, inklusive Angebote, konkret gestrickt für und von den Menschen im Quartier. Im Jahr 2020 wird der Martins-Club in der Neustadt, in Findorf, Gröpelingen, Kattenturm und Walle, in der Fahr, in Huckelriede und natürlich in Bremen-Nord vertreten sein. Wie gesagt, nah bei den Menschen, um die es geht. Jetzt werden unsere Werte und Ideen noch einfacher weiterzugeben sein und wie bisher werden wir mit dem Martins-Club auch weiterhin immer dort im Einsatz sein, wo Menschen sind. Mehr denn je bietet sich die Chance, Bremen mit neuen Augen zu sehen. Mehr Informationen unter www.martinsclub.de.